Gibt's bestimmt noch eine Setquest, die wir hier machen hätten können. Okay. Zu blöd, um anzugreifen. Was aber überhaupt was zum Henker? Ertrunkener. Ich schaffe die doch sonst immer so gut. Meine Fresse. Wenn Hansi echt ist, muss er Spuren hinterlassen. Einmal meditieren. Und das Silberschwert ist schon wieder. Das müssen wir mal zum Schmied bringen. So, bis zum Morgen meditiert. Schwert und Rüstung, na toll. Muss man mich sorgen drum. Muss man kümmern, dass der hier. Finden Hansis Fußspuren. Dass das Schwert nicht völlig kaputt geht. Hansis Fußspuren. Kleiner Fußabdruck. Hansi ist hier lang gekommen. Noch nö. Nicht alle auf einmal. Ihr werdet alle geköpft. Ein nach dem nächsten. Die Fußspuren. Die gehen hier lang, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Eine Höhle. Zu einem Bau, was da wohl drin ist. Wie war das nochmal mit Ducken? Locke Hansi aus dem Bau. Einfach mal rufen. Hansi? Oh, das ist Gollum. Hab keine Angst. Smeargol. Ring haben. Bist du ein Booker? So ungefähr. Ein Lutin? Ah, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Warum nicht? Aha. Was ist los? Kannst du nicht reden? Warum nicht? Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Können wir seine Stimme wieder herzaubern? Verstehst du nicht? Erklär's mir bitte. Sag's mir einfach. Ich habe okay. Keine Wahl. Folge ihm. Quest aktualisiert, Herren des Waldes. Na komm, Hansi.
Verdammt! Viel mehr Ertrunkene können wir hier nicht machen. Können wir hier mal nicht machen. Schwert geht halt kaputt. Neues kriegen wir nicht so bald wieder. Bleib dicht bei mir. Ich wüsste nicht, wo wir das Silberschwert herkriegen. An sie reden. Ja, macht Sinn. Hier also? Ich sehe mich mal um. Ist da was auf dem Sims? Etwas, das Nest. Das die Stimme zurückgibt. Dann muss ich wohl hochklettern. Seine Stimme ist da oben. Okay. Das muss wohl eine schöne, es muss wohl eine gute Stimme sein. Keine krächzende Gollum-Stimme, sondern eher eine so eine gute Stimme. Weil der eine, das eine Kind hat ja erzählt, dass die Oma den gerne singen hört. Das ist ja eine, das war ja schon der Hinweis, dass da zumindest eine halbwegs gute, eine gute Singstimme hat. Meine Omas. Okay, Grabchen. Jetzt bricht man die Armbrust. Okay. Oh ja, nur lässt Mutter gehen. Ja, damit. Können wir damit was anstellen? Mit der Mutter gehen. Gehen können wir auch bestimmt was anstellen. Was haben wir hier Neues? Immer anklicken alles. Mutagene. Ein Greifenmutter gehen, ist mir zu tat. Zeichenintensität plus 5%. Vitalität 50. Okay. Können dann noch keine zwei Zeichen und keine zwei Mutter geben, aber okay. Versiegelte Flasche und Rahmenfeder. Da wird wohl seine Stimme drin sein, oder was? In der Flasche. In Flaschengeist. In der Flaschengeist-Stimme. Schnaps, Schlängeln, Ringelflechte, Müll, Hummel, verblüfft. Ach, wie toll das klingt. Peter Pippel pflückt Prinz Proximo pudrig pfeffrige Ponta-Pastinaken. Fertig gefeiert? Meine Lieblingswörter. Ein Leben ohne den Klang von hanebüchenen Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Danke dafür.
dafür, edler wer auch immer. Lang mögest du leben. Warte mal, ich hab dir geholfen. Hilf du mir auch. Du gedenkst, diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher um Gefallen zu garnieren? Ja. Ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Und ob? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwachte und ging mich erleichtern, wie wunderbar es ist, bei Sonnenaufgang zu defekieren. Und plötzlich ein Rums, so laut, Mondlicht. Ich. Und da ist sie, wie aus dem Nichts. Jung, aschblond, ganz wie du sagst. Verwundet und völlig außer Atem. Zisch ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Muhmen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach. Sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren. Da hat sie mich wohl nicht gehört. Hm. Was weißt du über die Muhmen? Sie sind so alt wie dieser Wald. Grausam, rachsüchtig. Man hintergeht sie besser nicht. Und wenn es doch jemand tut? Dann kann ihn das die Stimme kosten oder das Leben, je nach ihrer Laune. Sie sind fies, aber auf ihre Weise kümmern sie sich um dieses Land und seine Leute. Es heißt, sie halten immer Wort, aber man muss aufpassen, worum man bittet. Man kann sie nur sehen und finden, wenn sie es wünschen. Doch bedenke, sie selbst sehen und hören alles, was in ihrem Sumpf vor sich geht. Sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Und du bist ein Fremder. Das heißt, redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut, du hast mir geholfen. Und ich bin kein Flegel. Komm mit. Sollen wir irgendwo Dorf in der Nähe, wo wir mal eben vorbeigehen können und... Also beim Schleifstein hat es geholfen, da mal kurz den Schleifstein zu klicken. Müsste zwei klauen. Phosphor. Mal kurz rein. Verschlossen, so ein Mist. Oh nein. Im Hinterhalt. Schnell weg hier, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ach, was zum Henker? Was ist gerade passiert? Ich hoffe, der Checkpoint hat sie geladen. Das Gespräch mit dem Jungen ist geladen worden. Gespeichert. Diese Wartezeiten sind echt nicht fürstlich. Na, komm. Hier nochmal rein. So, Sekunde. Druckquelle. Da ging doch was. Verdammt. Ich kill mich schon wieder. Das ist eine Falle. Hauen wir ab. Das ist klar, dass hier wieder was. Vorsicht! Na, halbe Energie. Das wird doch nichts.
Ah, nicht alle auf einmal. Das ist schlecht. Mit einem kaputten Schwert vor allem. Vielleicht kriegen wir irgendwo mal wieder ein Rüstungsreparatur-Set. Ich meine, ja, das brauchen wir auch immer. Ein Schwertreparatur-Set und ein Rüstungsreparatur-Set. Das wäre mal hilfreich. So, da. Und ich warte. Gibt es hier nicht irgendeinen Weg, wie wir das... Anderes Silberschwert haben wir nicht. Ui. Oberkörperfrei. Ah, die können wir ablegen. Ausdauer 20 Ausdauer. Warum haben wir das noch nicht, was noch länger nicht ausgerüstet? Satteltaschen, Scheuklappen, das ist die Panik-Sache. Für die Panik ist das besser. Aber das Pferd mal ausgerüstet, endlich. Kann uns hier nicht helfen? Wahrscheinlich nicht. Kommt trotzdem die Sachen. Wir müssen das Kind ja irgendwie vorbeibringen. Das Kind einfach aufsitzen und... Nicht so schnell, Plätze. Das Kind kommt nicht mit. Verdammt. Okay, wir sind taktisch. Erst dich. Oh nein. Warum lebt er noch? Warum lebst du noch? Ich müsste mal meditieren. Weiß nicht, ob das jetzt geht. Nötig wär's. Natürlich geht das gerade nicht. Alles klar, können wir was essen? Können wir. Viel bringt es allerdings auch nicht. Versuchst du wieder mit Faustkampf? Verdammt! Dieses dreckige Wasserweib. Als ob das jetzt unser Endgegner ist. Als ob wir das nicht schaffen. Wir haben im letzten Stream den Kämpfer von der wilden Jagd besiegt. Wir haben den, wie heißt das, den, die Höhlen. Goblin war das nicht. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Wir haben so viel mehr geschafft als eine blöde, als eine blöde Wald, eine Sumpfhexe, eine Sumpf. Sumpfmonster. Bei ein paar Trunkenen. Wahrscheinlich wird das Schwert ein bisschen schlechter, wenn wir daran wird es vielleicht liegen.
Schwert wird schlechter, wenn wir... Wenn das kaputt ist, dann wird es schlechter und... Ja, und die Rüstung ist auch kaputt, deswegen, ja. Warte, vielleicht können wir ja irgendwie das Igni-Zeichen mal benutzen. Das wäre ja mal eine Idee. Und bestimmt ein bisschen was. Vorsicht! Geh in Deckung. Na komm her. Wasserweib. Ha, jetzt hast du mich nicht mehr. Wo ist der Junge? So, komm mit. Kann ich meditieren? Sehr schön. Kann ich. Ja, ich loote bewusst nicht. Das können wir mal auslassen. Ich will hier weiterkommen. Und Blüten nehme ich mit. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben. Ha. Aha. Die Luft ist rein. Keine Muhme in Sicht. Ich muss der Oma was vorsingen, das beruhigt sie. Hier geht's weiter. Wenn die Sonne schlafen geht und die Lichter aus sind, kriecht der Mondschein aus dem Fenster und so sanft träumt das Kind. Ja, Omas halt. Finde auch alles gut. Hast deine Stimme wieder? Ja, obwohl ich irgendwo eine Oktave verloren habe. Ich suche sie, wenn ich daheim bin. Du darfst nicht hier sein, Hansi. Hättest nicht kommen sollen. Nur ruhig, Oma. Nicht aufregen. Das bekommt ihr nicht. Ja. Die Frau, nach der ich vorhin gefragt habe... Vergib, Oma, aber dieser Mann muss unbedingt mit den Herrinnen sprechen. Das ist nicht erlaubt. Bitte, es ist wichtig. Er wird ganz still sein. Oma, bitte hör zu. Ich habe die kleine verirrte Jadna gefunden, oder? Genny vom Fieber geheilt und nichts verlangt. Nicht mal über meine gestohlene Stimme habe ich mich beklagt. Aber jetzt will ich was, Oma. Hilf dem Mann hier, sonst geht er mir Tag und Nacht auf den Geist. Sogar auf den Pott. Er sucht ein Mädchen. Und vielleicht wissen die Herrinnen, wo sie ist, hm? Tja, wenn du es so sagst, Hansi, ich werde ihm helfen. Komm mit mir. Na, geht doch. Braucht man den ersten Sumpfmonsterjungen. Wäre es das nicht auch unter zwei Erwachsenen gegangen? Hansi ist ein guter Junge, aber die Herrinnen mögen ihn nicht. Nein, sie nennen ihn eine miese Kreatur. Wer sind die Frauen auf dem Wandteppich? Das sind die Herrinnen. Meisterinnen. Hört, mein demütiges Flehen. Seht einen erbärmlichen Wurm vor euch stehen. Was euch recht ist, soll jetzt geschehen.
Du wagst es, uns zu stören, Weib? Aha. Ich suche eine junge Frau mit aschblondem Haar. Ihr habt sie gesehen. Wo ist sie? Oh, diese Ungeduld. Vielleicht mag ihr nur aschblonde Mädchen. Ihr habt sie gesehen. Verschweigt mir nichts. Wie ungehobelt. Na, vielleicht ist es besser so. Sag, wie mutig bist du? Fürchtest du die Bestien des Waldes? Die sind harte Zeiten, Weißhaariger. Oh, hübscher Schrein. Bruder kämpft gegen Bruder. Das Land schwimmt. Maler, hübscher Schrein. Das Böse ist stärker als je zuvor. Eine dunkle Macht ist bei Nineveh erschienen. Sie lebt von Hass und Verachtung. Zerstöre sie, dann erzählen wir dir, was wir über die aschblonde Frau wissen. Eine weitere Quest. Dunkle Macht. Da braucht ihr einen Ritter oder Hexenjäger, keinen Hexer. Der Dorfälteste von Niederwirr wird dir alles erzählen. Lass dich von ihm bezahlen, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Unsere Dienerin bringt dir jetzt den Dolch. Einen Dolch? Wozu? Wenn der Dorfälteste den Dolch sieht, weiß er, dass wir dich geschickt haben und hilft dir. Ich rede mit dem Dorfältesten, aber versprechen kann ich nichts. Los, Weib, gib dem jungen Mann den Dolch. Und du, Weißhaariger, kehre erst zurück, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Okay. Ja, Herrin, sofort. Bin unterwegs. Dolch. Ich muss den Dolch holen. Hier, der Dolch. Die Herrin sagen, ich soll ihn dir geben. Den Dolch. Alter. Leg den Lohn des Dorfältesten auf den Stein. Stein blank, Stein glatt. Stein weiß, Stein hört. Okay, sprich mit dem Dorfältesten von Niederwirr. Das Problem im Dorf. Vielleicht gibt es dort auch einen Schleifstein. Damit es zumindest für den Moment wieder behoben werden kann. Was aufsteigen, weg hier. Pferdepanik, als ob. Am Arsch. Hau ab! Ist das hier das Dorf? Sie war mal im Dorf. Na komm lang hier. Oha, hier sind Banditen. Füg dich selbst. Hier ist das Dorf, wo wir nach was suchen. Eine Angst vor mir oder was? Sachen gibt's. Ein Schmied gibt's hier natürlich nicht. Und weswegen die Panik? Thank you.